Guten Morgen miteinander. Wir stehen ja mit drin in unserer Schwerpunkt-Auffrischungsphase. Schwerpunkt-Auffrischungsphase, so ein schwieriges Wort. Und ich möchte ganz kurz auf die Punkte hinweisen. Jetzt brauche ich da noch. Ich würde gerne auf die Punkte hinweisen, die wir schon angeschaut haben, mit dem Dominik und mit dem Raphael. Das erste war Ufe, meine Beziehung zu Gott. Etwas, wo ich sicher bin, dass wir die alle pflegen, ist eine Investition, die sich ganz bestimmt lohnt. Jeden Tag, wo du Kontakt aufnimmst zum himmlischen Vater, zu Jesus, zum Heiligen Geist, das lohnt sich. Auch wenn wir vielleicht im Moment nicht so viel sehen, aber ich garantiere euch, das lohnt sich. Das Zweite, da geht es ja um Beziehungen untereinander, innerhalb der Gemeinde, die Beziehungen, die man pflegt, dort, wo man investiert. Die Beziehungen sind etwas Wertvolles, etwas Schönes, etwas Ermutigendes und da lohnt sich auch zu investieren. Und dann das Dritte, das wir heute anschauen, raus, meine Beziehungen zu Menschen, die Jesus jetzt noch nicht so gut kennt oder vielleicht gar nicht kennt. Jetzt, als ich mir das so überlegt habe, habe ich gedacht, so vom Empfinden und von meiner Erfahrung, das ist eigentlich der schwierigste Punkt. Der herausforderndste Punkt. Das ist der Punkt, wo es, glaube ich, für jedes von uns recht Überwindung braucht. Jetzt, auch wenn wir das so analysieren, wollen wir uns an dieser Stelle nicht entmutigen lassen, weil ich weiss, dass Jesus hinter uns steht und dass er uns immer wieder ausrüsten will, ermutigen will und einfach Kraft für diese Arbeit will geben. Und darum wollen wir das heute Morgen nochmal anschauen, wie vor einem Jahr. Ich mache dann noch einen ganz kurzen Rückblick, was wir vor einem Jahr angeschaut haben. Und zwar mit dem ersten Punkt, den Einsatz für Jesus, für das Reich Gottes, ist enorm wichtig. Jetzt an dieser Stelle geht es nie um Leistung. Da möchte ich betonen, es geht nie um Leistung. Aber Gott ist auf deine Mitarbeit angewiesen. Jetzt denkst du vielleicht, ja, Moment, Markus, Gott kann doch alles. Er kann mit dem Finger schnippen und dann ist es gemacht, oder? Das stimmt. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass er im Bereich von Menschen das eben gar nicht machen will. Er will Menschen über Menschen erreichen, damit die ganz eine echte Entscheidung können für Jesus fällen. Und er will das nicht irgendwie vom Himmel her manipulieren, dass Menschen möglichst zum Glauben kommen, sondern er stellt Menschen vor eine Entscheidung, damit sie ganz echt können entscheiden. Ich denke, das ist absolut modern in unserer heutigen Zeit. Du darfst selber entscheiden. Das steht dir Gott zu. Menschen sollen Menschen erreichen. Also bist du und ich in diesem Job wahnsinnig wichtig und extrem gefragt. Also du bist von Gott her extrem gefragt. Jetzt habe ich gesagt, ich habe nochmal kurz nachblättert, was wir letztes Jahr angeschaut haben. Ihr wisst dann natürlich alles, außer das, was wir vergessen haben. Ich habe gemerkt, inhaltlich ich jetzt auch nicht mehr aufzählen, darum zeige ich es da nochmal ganz kurz. Das Erste, was ich letztes Jahr gesagt habe, bleib treu, also dranbleiben, trotz vielleicht Durchstrecken, trotz Misserfolg, trotz Gegenwind. Denn das Zweite, bleib kreativ. Deine Begabung, die du hast, ist einzigartig. Aber wenn du vielleicht manchmal denkst, ich bin überhaupt nicht begabt. Und ich habe gerade letztes Beispiel erlebt, wo jemand gesagt hat, ich kann gar nichts machen. Und dann haben wir ein Beispiel können aufzählen und hat gesagt, musst du mal schauen. Die Person, die nicht an Jesus glaubt, ist zu dir gekommen und hat dir das Leben erzählt. Obwohl es dir ganz schlecht gegangen ist. Absolut genial. Bleib kreativ. Bleib begeistert. Zeig dem Mitmensch deine Freude und deine Liebe zu Jesus. Und das sieht bei jedem von uns wieder anders aus. Die einen machen dauernd Luftsprünge, oder? Die anderen schleichen über den Boden, aber haben vielleicht ein freundliches Gesicht. Bleib begeistert. Bleib mutig.
Gerade wenn man vorher, wenn ich vorher erwähnt habe, vom Gegenwind oder Misserfolg oder Durchstrecke, dann ist es manchmal gut, man wagt etwas Neues. Ich merke mal, hey, das spricht mich so an, das probiere ich gerade im Umfeld von meinen Freunden. Das kann zum Beispiel auch ganz ein feiner Kuchen sein, den wir neu entdeckt haben. Und denke, das ist so gut, den backe ich jetzt meiner Nachbarin. Oder irgendetwas anderes. Bleib mutig. Und das Fünfte, was ich ganz wichtig finde, bleib erwartungsvoll. Jesus kann wirklich alles machen. Jesus kann alles machen. Also die Aufzählung, denke ich, klingt ziemlich spannend. Vielleicht hast du am einen oder am anderen Punkt in dem vergangenen Jahr können etwas erleben und machen. Oder vielleicht denkst du jetzt auch, ja, an dieser Stelle möchte ich weitergraben, möchte ich weiter probieren. Das merke ich, da liegt noch ein bisschen Sachen brach. Dann möchte ich dich ermutigen, mach das unbedingt in dem neuen Jahr. Du hast ja jetzt noch bei 48 Wochen Zeit. Das ist mega viel, oder? 48 Wochen. Zeit, um an dieser Stelle einfach Land reinzunehmen, üben, Sachen ausprobieren und dann hoffentlich dich auch darüber zu freuen. Also ich fände das absolut genial. In der Gemeindeleitung denken wir über das Thema im Moment auch noch raus. Wie können wir heute zeitgemäss Kirche machen und tun und behandeln und spielen oder weiss nicht was, um einfach Menschen zu erreichen. Und wir beten auch ganz konkret darum, dass wir Inspiration von Gott überkommen, dass wir dann ganz neue, gute Ideen haben, die einfach Gott sein Reich bauen können. Das ist ja übrigens sein Projekt. Er muss selber schauen, dass wir gute Ideen haben. Wir können dann einfach fragen, und das ist ja auch biblisch, dass wir einfach darum fragen tun. Am 4. Januar, also gerade vor 2 Wochen, hat mich eine Meldung in der Presse schockiert. Ein Mann hat am Samstagmorgen, vor dem 4. Januar, auf einer Abfall- und Entsorgungsstelle in einer Kartonschachtel ein Baby gefunden. Das Baby war erst ein paar Stunden alt. In dieser Entsorgungsstelle haben die Temperaturen geherrscht um den Gefrierpunkt herum. Und der Mann hat das nur zufällig entdeckt, weil es in dem Moment, wo er drin war, er war am Morgen früh, relativ früh dort, irgendwie ein Geräusch gehört hat, irgendein Knörkseln, und er hat zuerst gemeint, das sei irgendein elektronisches Gerät, das noch ein bisschen spinnt. Und als er dann näher schauen ist, hat er in einer Decke, in einer Schachtel, wo es gebrauchte Kaffeekapseln drin hatte, ein frisch geborenes Baby entdeckt. Es war noch blutverschmiert. Er hat dann sofort die Polizei informiert. Die sind dann gekommen, haben mit dem Helikopter das Baby ins Spital geflogen. Und das Baby, das ist ausgesetzt worden von der Mutter oder vom Vater. Mir sind einige Gedanken durch den Kopf geschossen. Wir dürfen die 3 Monate wieder so das Baby vom Arm heben. Unser Sohn, der Jonathan, mit der Annika kommt so das Baby über und wir freuen uns mega drauf. Und so schockierter bin ich gewesen, als ich das gelesen habe, als ich das gehört habe. Ich habe mir überlegt, was ist da wohl passiert? Welche Not muss in dem Leben von einem jungen Menschen stattgefunden haben, dass er zu einer so einer Reaktion, zu einer so einer Handlung, zu einer so einer Entscheidung fähig war? Wie verzweifelt muss die Mutter sein, dass sie 5-10 Minuten nach der Geburt das Baby einfach irgendwo reinwickelt oder sofort und dann in eine Schachtel mit gebrauchten Kaffeekapseln hineinlegt und in der Kälte aussetzt? Warum hat sie das Kleine nicht in ein Babyfenster getan? Oder 50 Meter von dieser Entsorgungsstelle war erst noch die Kirche. Also, und das Pfarrhaus hat... Er konnte dort hinzutun und läuten und davor springen. Und die krasseste Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, ist das Mädchen, es ist ein Mädchen, in diesen Kaffeekapseln als Wiederverwertungswar gedacht gewesen.
Gestern oder vorgestern hat man gehört, dass das Mädchen durchgekommen ist. Also es hat keinen Schaden genommen und ich hoffe, dass es einen guten Ort findet. Bereits am nächsten Tag, also am 5. am Sonntag, hat die Polizei herausgefunden, wer die Mutter ist. Wir haben gesehen, dass es eine über 40-jährige Frau ist, also kein Teenager mehr, so wie ich das vorgestellt habe. Sind immer mehr Puzzleteile vorgekommen. Die Frau ist mit einem Freund zusammen, beide sind arbeitslos. Mindestens früher hat sie Drogen konsumiert. Und auf dem Facebook sieht man ein Foto von ihr ganz glücklich mit zwei hübschen, herzigen Hündchen. Sie konnte die Schwangerschaft verbergen, hat sich dementsprechend gekleidet mit dicken, langen Bülli. Und ihre Lösung war, Baby austragen, Baby gebären und Baby aussetzen. Und nachher kommt der Alltag wieder. Thema erledigt. Für das Baby ist es allerdings in dieser Kaffeeschachtel, Recycling-Kaffeeschachtel, ist es um Leben oder Tod gegangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch das betroffen macht. Mich hat die Geschichte sehr betroffen gemacht. Vielleicht auch, dass die Gesellschaft so Sachen nicht auffangen und vielleicht abdecken, früher merken, dass Menschen so in eine Not hineinkommen. Aber gleichzeitig habe ich an diesem Punkt auch an unsere Situation im Reich Gottes oder im Bau vom Reich Gottes müssen denken. Und habe dann überlegt, stehen wir nicht ein Stück weit in einer ähnlichen Situation, dass man bequemlichkeitshalber auch so handelt. Bei uns geht es ja eigentlich noch viel mehr um Leben oder Tod. Ich würde darum so ein bisschen herausfordernde Bitte an dich stellen und das ja auch am Schluss ein bisschen wiederholen. Und Bitte heisst, gib deine Mitmenschen nicht auf. Setz deine Mitmenschen im übertragenen oder im geistlichen Sinn nicht irgendwo in einer Abfallstelle aus oder setz sie dort nicht ab. Also ganz ehrlich, mir ist auch schon der Gedanke gekommen, wenn ich jemandem vom Glauben erzählt habe und dann so geschüttelt oder weiss nicht was gemacht hat, habe ich gedacht, ist doch mir gleich, du bist doch selber die Schuld. Wenn du nicht willst, dann hast es du es halt gehabt. Ich weiss nicht, ob ihr auch schon so einen Gedanken gehabt habt. Also vielleicht bin ich der einzige furchtbar da in dieser Gemeinde. Und ich habe gemerkt, Jesus will so einen Gedanken einfach löschen, wegnehmen, streichen. Jetzt bei unserem Einsatz für Jesus gibt es ganz wichtige Punkte. Ihr seht da vorne die 5, die ihr mitnehmen könnt. Aber es gibt noch andere Inputs, die die Bibel macht. Und ich möchte eine Stelle heute Morgen erwähnen, auch wieder ganz herausfordernd. Also merkt, wir werden heute Morgen ein bisschen herausgefordert. Und das sagt der Paulus, er schreibt den Korinther folgenden Vers. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Also, weil es dich unbedingt braucht im Reich Gottes, ist das ganz eine wichtige Frage. Was sagst du in deinem Umfeld? Was gibst du weiter? Was machst du? Der Paulus redet hier ja von zwei Sachen. Einerseits so ein eine Warnung. Wenn du nichts tust, dann passiert da nichts. Wenn du nichts tust, dann passiert gar nichts. Das hat auch mit Verantwortung zu tun. Was mache ich mit dem Reichtum, den ich von Gott weiss? Und es war interessant, ihr habt es vielleicht vorher gesehen, haben wir noch nicht, Kreuzwoche noch nicht ganz gefühlt, also nur 61 Plätze, also es hat noch nicht im Platz. Und dann habe ich mir überlegt, soll ich jetzt noch vorausgehen und den Kind Flyer verteilen? Und ganz ehrlich, das ist nicht so einfach. Ich habe da
vor der Gemeinde zwei, dreimal verteilt und dann habe ich gemerkt, die Kinder machen teilweise sogar schon Bogen. Wenn sie sehen, dass jemand dort steht, oder, sind sie sogar schon auf die andere Seite zum Kiosk hinein, bei der Post und dann über. Und ich habe gemerkt, das hat mich betroffen gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, soll ich jetzt noch rausgehen? Und dann bin ich in der Vorbereitung von dieser Predigt und lese, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Dann habe ich gewusst, ich muss irgendetwas machen. Und ich habe auch gemerkt, ich darf es nicht allein machen, weil wenn du so einen Frust erlebst, dann stehst du allein dort und dann ja, komm, ich packe ein und gehe wieder. Oder? Und dann habe ich Claudia gefragt, kommst du mit auf Pfaffhausen nur? Und sie macht es nicht so gerne, so Sachen, aber sie hat sofort ja gesagt. Ich kann mir vorstellen, wer das für eine Ermutigung war. Und dann sind wir dort oben gewesen, haben ein bisschen weg von der Schule, bei der Schule darf man ja eh nicht, ein bisschen weg bei der Schule, haben wir Flyer verteilt und die zwei, drei, vier Klässler, die haben sich mega gefreut, den Flyer rüberzukommen. Mega gefreut. Gibt es nur ein Problem, es hat sich noch niemand angemeldet von denen. Aber Freude haben schon mal gekannt, das war für uns eine totale Ermutigung gewesen. Und vielleicht könnt ihr noch beten im Hintergrund. Dass sich von Pfaffhausen oder vom hinteren Teil des Dorfes noch Kinder anmelden, die es einfach noch nicht wissen, dass Kidswoche ist und dass das ganz etwas Lässiges ist. Weil auf der anderen Seite sagt der Paulus in diesem Text, oder gibt er eine Verheißung mit, dort, wo du so streust und streust und streust, da kann etwas ganz Geniales passieren. Vielleicht merken wir im ersten Moment noch nicht so viel, aber Gott kann Sachen dann multiplizieren. Dann multiplizieren. Dann etwas ganz Geniales daraus machen. Also was du ausstreust an Gottes Wort, an Freundlichkeit, an Liebe, an guten Wort, das wirst du irgendwann einmal ernten. Irgendwann wird es einmal zurückkommen. Natürlich, ich persönlich hätte es am liebsten, wenn ich jetzt jemandem begegne, dem erzähle mir etwas von Jesus, von seiner Fürsorge, von seiner Vergebung und so, dass ich dann so verzeiht, mal, ich will da Jesus kennenlernen, oder? Oder vielleicht noch zwei, drei andere Freunde dazu nehmen und die sagen auch, wohl, den Weg würde ich auch gehen, oder? Das wäre so mein Herzenswunsch, so meine Vorstellung. Jetzt, in der Erweckungszeit würde vermutlich so etwas funktionieren. Bei uns heute ist nicht ganz so eine erweckliche Phase in Europa. Darum passiert es vielleicht nicht, aber darum ist Säen so wichtig. Auch das Ausleben von diesen guten Früchten, die Gott schenkt, ist so wichtig, dass die anderen Menschen den Weg zu Jesus finden. Jetzt, wir haben ja auch wieder so Phasen, das eine ist jetzt Kidswoche, haben das von der Liste gehört vorher. Trägt euch da mutig ein, vielleicht eben den Mut, dass man mal etwas Neues wagt. Und das Zweite, was ich heute Morgen erwähnen will, im November findet Live on Stage statt, in Zürich, also ganz nahe, Zürlikon, für uns alle vermutlich sehr gut erreichbar. Und Live on Stage ist ja eine Möglichkeit, um von Jesus zu erzählen, wo das ganz zeitgemäß aufnimmt. Und zwar werden da Musical zeigen von drei Personen. Und da wird ganz eine ehrliche Lebensgeschichte erzählt von diesen Personen. Und dann tut jemand, der noch gut reden kann, etwas erzählen. Und man hat im Umfeld jetzt schon ein paar Orte, also Bülach hier in der Nähe, dann Wetzikon hat schon stattgefunden, hat man gemerkt, man erreicht ganz viele Leute neu. Jetzt, ich habe einen Videoclip mitgebracht, der wird rasch eingespielt, für die es nicht kennen. Erlebe, wie Menschen Gott suchten und fanden. Die Haut wurde besser. Ich habe gelernt, meinen Stolz loszulassen. Ich war wieder ein lebensfroher Mensch. Wahre Lebensgeschichten verpackt in ein Musical und berührende Inputs von Live-on-Stage-Redner Gabriel Häsler. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Du musst deinen Wert nicht mehr von Menschen definieren lassen. Es ist einer gekommen, der dich liebt und der dir die Türe in den Himmel aufschließt. Das
Also da ist die Werbung noch von Bern. Im letzten November hat es Bern stattgefunden und das Gleiche wird in Zürich stattfinden. Wir haben in der Gemeindeleitung auch darüber geredet. Und im Vorfeld von dem Live on Stage finden ganz verschiedene Schulungen statt. Und wir haben überlegt, ja, welche könnten wir empfehlen. Und ihr findet da aussen beim Infotisch findet ihr einerseits unsere Empfehlung, das ist auf einem kleinen Zettel, wo wir probieren, einfach anzugehen, die Zeit haben, die Freude haben. Ich probiere jedes Mal zu gehen, also ihr könnt euch mehr anschliessen, findet hinten an der Pinnwand eine Liste, da könnte man sich auch eintragen, wenn man Interesse hat, dann können wir ein bisschen wegen dem Fahren absprechen. Und dann hat es noch eine zweite Liste drauf, eine ausführliche, dort sind ganz viele von diesen Schulungsangeboten drauf, wenn jemand sagt, ja, ich will noch mehr oder andere Sachen, dann findet man das dort drauf. Also ich möchte euch da ganz herzlich empfehlen, das schon mal so im Hinterkopf warm zu machen. Und vielleicht könnt ihr jetzt schon überlegen, du, ich kenne jemanden und diese Person würde ich gerne dort mitnehmen. Es wäre mega genial. Was ganz wichtig ist, du und ich können in dieser Welt ganz viele kleine Sachen machen. Ganz viele kleine Sachen. Und es kann aus dem Kleinen, im Leben eines Menschen, etwas ganz Grossartiges entstehen. Das führt mich noch zum zweiten Punkt. Dann müssen wir jetzt da, ja genau, Gottes Wirken ist noch wichtiger. Also dein Wirken ist schon wichtig und Gottes Wirken ist noch wichtiger. Also wir bauen ja im Reich Gottes seine Gemeinde, seine Arbeit. Wir sind als Kind Gottes in die Arbeit eingebunden und dürfen da drin sein. Jetzt, obwohl wir Kind Gottes sind, sind wir, und jetzt muss ich euch leider schockieren, sind wir leider nicht perfekt. Das ist so. Wenn ich euch anschaue hier innen, niemand ist perfekt. Es sind ganz lieb, das kann ich fast alle. Aber niemand ist perfekt. Ich habe jetzt niemand Spezielles gedacht. Okay. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn unperfekte Menschen zusammenleben, ist das nicht immer ganz so einfach. Es ist nicht immer ganz so einfach. Aber Jesus legt ganz ein grosses Gewicht auf Einheit. Das ist ihm wichtig, Einheit. Also unperfekte Menschen, die eine Einheit bilden. Ich will euch zwei Stellen zeigen. Ich glaube, im Hohepriesterlichen Gebet sind eigentlich die bekanntesten Aussagen über die Einheit. Da drin sagt Jesus, bevor er zurückgeht zu seinem Vater oder betet, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch das Zeugnis meiner Jünger von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann werden sie die Welt überzeugen, dass du mich gesandt hast. Ihr merkt, Einheit, das spiegelt etwas gegen aussen, wo Glaubwürdigkeit unterstreicht. Also wenn die Leute draussen merken, hey, die Leute da innen, die sind so verschieden, aber sie bilden eine Einheit und sie können gut miteinander umgehen, dann löst das etwas aus bei diesen Menschen. Wenn ich vor einem Monat mal gesagt habe, kürzlich jemand auf der Straße gesagt, ihr seid so freundliche Leute. Ist doch genial, oder? Das ist ein Schritt auf Jesus zu, oder? Ihr seid so freundliche Leute. Und wenn sie ein paar so Erlebnisse machen, dann kommen sie viel, viel näher zu Jesus hin. Jetzt eben die Verschiedenheit, die wir haben untereinander, die ist nicht immer ganz so einfach. Und ich habe mir überlegt, ja, was könnte man denn machen, dass die Verschiedenheit möglichst einfach zusammenpasst und zusammengehört? Ich will euch zwei Sachen mitgeben, ganz einfach. Zwei Sachen, wobei sie sind nicht immer so einfach zum Einhalten. Das erste ist, hören aufeinander. Hören aufeinander. Was sagt der andere? Was beschäftigt der andere? Und das zweite, nimm dich nicht so wichtig. Nimm dich nicht so wichtig.
Ich habe mal so ein paar Konfliktfälle durchgedacht, die an mir schon da in der Gemeinde kamen. Und ich glaube, gerade der zweite Fall hat einiges ausgelöst, weil sich Menschen einfach zu wichtig genommen haben. Lass uns aufeinander und sich nicht so wichtig nehmen. Und durch die gelebte Einheit können Menschen Jesus kennenlernen. Also da bei dem zweiten Teil Gottes Wirken, da können wir aktiv mithelfen. Jetzt gibt es noch einen zweiten Teil beim Wirken von Gott, wo wir eigentlich nicht so viel machen können. Und zwar sagt der Jesaja in seinem Buch, jetzt, sagt er, schaut nach vorne, denn ich will Neues, etwas Neues tun. Also das sagt Gott, der Jesaja hat es aufgeschrieben, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Was sieht da Gott, wo du und ich noch nicht gesehen? Er sieht bereits Licht am Horizont. Er sieht bereits ganz feine Pflänzchen, Hämmchen, wo irgendetwas Schönes daraus wird. Er sieht bereits Veränderungen, die kommen. Gott hat unglaubliche Möglichkeiten. Gott kann ganz, ganz viel machen. Das habe ich heute Morgen schon mal erwähnt. Und du darfst auf ihn in jeder Situation vertrauen. Für zwei Bereiche. Das eine ist dort, wo du im Reich Gottes am Bauen bist, aber auch für dein persönliches Leben. Wenn du in einer Situation steckst, wo du merkst, das ist ganz schwierig, du einfach vertrauen. Das ist extrem wichtig. Der dritte Punkt, rausgehen, der liegt Gott sehr, sehr am Herzen. Ich glaube, der hat ganz eine hohe Priorität. Und wenn der so eine höhere Priorität hat, dann ist ihm wichtig, wie es dir geht, wie du dich fühlst, wie du unterwegs bist. Und er wird in jedem Fall helfen. Ich habe euch noch eine zweite Aussage von Jesaja mitgenommen. Da drin steht, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, stehen auf verlorenen Posten, oder? Stimmt das? Das heißt ganz anders. Das heißt, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Und dann absolut genial, oder? Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Also da kann man sogar noch als Ü60 plötzlich Kraft haben. Kraft. Und wenn der Jesaja da davon redet, dann geht es da nicht über einen Übermensch, also jemand, der einfach, weiss nicht, dafür Kraft hat, sondern da ist jemand gefüllt von der Kraft Gottes, die Auswirkung hat im Leben von anderen und im Leben vom Reich Gottes. Das führt mich jetzt noch zum letzten Punkt. Das ist sicher der schwierigste heute Morgen, die geistliche Realität. Also ganz ehrlich, mein tiefster Herzenswunsch ist, dass ganz, ganz viele Menschen Jesus kennenlernen. Das ist mein tiefster Herzenswunsch. Dass Menschen sich aufmachen, sich für Jesus entscheiden, dass sie ihn kennenlernen über irgendein Gespräch, über irgendeine Begebenheit. Und die Entscheidung ist ja nachher freiwillig. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, Menschen können über Menschen gewonnen werden. Die Entscheidung ist freiwillig. Gott macht, drückt da nicht einfach einen Knopf und dann macht es Klick und jemand entscheidet sich. Jetzt sind wir im Überlegen von dem Thema, sind mir zwei Verse aus der Bergpredigt in Sinn gekommen. Und die heissen so, nur durch eine sehr enge Tür könnt ihr in das Reich Gottes kommen. Der Weg zur Hölle dagegen ist breit und hat ein weites Tor. Viele entscheiden sich für diesen scheinbar bequemen Weg. Aber die Tür, die zum Leben führt, ist eng. Und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb gehen ihn nur wenige. Wo Jesus das gesagt hat zu seiner Zeit, hat er die Leute vor sich gesehen. Er wusste von denen,
werden wir letztendlich nur wenig nachfolgen. Wo er das gesehen hat, hat er auch unsere Zeit gedacht. Er hat gesagt, es werden letztendlich nur wenig in den Himmel wollen. Also ganz ehrlich, diese Realität hat meinem Herzen einen rechten Dämpfer zugesetzt. Einen rechten Dämpfer. Es werden also nicht Massen sein, so wie ich es das manchmal träume oder mir wünsche, sondern es werden wenige sein, die sich für Jesus entscheiden tun. Jetzt, welche Konsequenz hat die Aussage? Es kann sein, dass du schon länger dran bist mit Mitmenschen. Denen kannst du reden, ihnen von Jesus erzählst, aber sie sich Gott gar nicht nähern. Das ist belastend, das ist frustrierend, das ist mega traurig, aber es ist eigentlich die Realität, die Jesus da in der Bergpredigt erzählt. Und wenn du bei einer solchen Person eine starke Ablehnung spürst, dann kann es sein, dass du diese Person für den Moment geistlich gesehen einfach mal loslassen musst. Das muss nicht beziehungsmäßig sein, aber vielleicht geistlich gesehen, dass du einfach dieser nichts mehr vom Glauben erzählst. Vor allem, wenn du merkst, sie tut das eher noch belächeln. Und dass du dich aufmachst und den anderen zuwendest, wo du vielleicht noch nicht weißt. Wieder in der Bergpredigt, da sagt Jesus noch dazu, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und euer Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Also das Evangelium, das wir haben, werden da verglichen mit Perlen. Das ist absolut wertvoll. Damit sie nicht zertreten werden mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Es kann sein, dass du Menschen loslassen musst, wenn sie nichts von Gott hören. Was allerdings als göttliches Gebot immer bleibt, auch gegenüber solchen Menschen Achtung und Wertschätzung zu behalten. Achtung und Wertschätzung zu behalten, weil Gott liebt sie. Gott liebt sie. Und der Vers, den ich jetzt einblende, den kennt ihr vermutlich sogar auswendig. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich will Betonung auf den vordersten Teil legen. Gott hat Menschen so sehr gern. Sogar der, wo sagt, nein, von dir will ich absolut nichts wissen und du bist kalter Kaffee und du kannst mir den Buckel runterrutschen. Stell dir vor, Gott hat den gleich noch gern. Und das müssen wir uns, glaube ich, merken. Den Teil müssen wir uns einprägen, auch in unserem Herzen einpflanzen. Gott hat Menschen gern, die ihn sogar hassen und ablehnen. Man hört ja immer wieder den Ausdruck von der bösen Welt draussen, oder? Also sobald er noch die Kirche verlöhnt ist, kommt die böse Welt. Und ich habe gemerkt, dass es den Menschen gibt, die mit dieser bösen Welt oder mit dem bösen Weltbegriff gerade auch noch alle Menschen einschliessen, die Jesus nicht kennen. Das finde ich ganz einen gefährlichen Ansatz. Weil da verstoßen wir eigentlich gegen Gottes Gebot. Gegen das, was er denkt und fühlt. Er liebt die Menschen draussen. Und darum ist es wichtig, dass wir die Menschen auch lieben. Ich möchte zum Schluss nochmal das Baby erwähnen, das ich am Anfang gesagt habe. Übertragen auf unsere geistliche Situation bedeutet das, setz deine Verwandten, setz deine Freunde, setz deine Nachbarn oder Arbeitskollegen oder deine Mitschüler nie bei einer Abfallsammelstelle aus. Setze sie nie aus. Du hast nicht entsorgen. Denn Gott liebt sie. Bring ihnen mit deinen Möglichkeiten, die du hast, mit deiner Begabung, mit deiner Kreativität, bring ihnen in dem neuen Jahr möglichst viel von der göttlichen Liebe. Bett für sie. Und dann darfst du ganz viel von Gott erwarten. Und wie gesagt, Gott kann alles machen. Ich möchte noch beten mit uns.
Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du so ein genialer Herr und Gott bist. Ich kann das irgendwie gar nicht fassen, dass du alle Menschen gern hast, Herr. Sogar die, die dir den Finger zeigen oder den Rücken zudrüllen. Du hast einfach alle gern. Hilf du mir, hilf du uns, dass wir in deiner Liebe auch die Menschen lieben. Dass wir das Evangelium hineinbringen, dass wir durch unser Vorleben sie näher zu dir heranziehen. Schenk du, dass wir da auch ganz neue Erfolgserlebnisse dürfen haben, wo Menschen zum Glauben kommen und Menschen dich kennenlernen. Und gib uns auch Mut, herauszugehen und von dir zu reden. Vielleicht auch, wenn wir auf Live on Stage schauen, dass da etwas ganz Geniales passieren darf. Ich danke dir dafür. Amen.